Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich den Crushed Ice Effekt machen und ich habe mir dazu hier schon mein Weiß angemischt. Und das Weiß ist das White Crystal Resin Ink from Etta Art. Und da habe ich mir ein bisschen von dem Psycho Gold von Laura's Art Corner hineingemischt. Das ist ein Mica und das gibt immer so einen schönen goldenen Glanz und das gefällt mir ganz gut. Und das gebe ich jetzt in meine Form. Ich habe mir für diese Form, das ist übrigens die Rough and Tough Geode Tray Mold von Molds and Shapes, die fasst ungefähr 600 Gramm, vielleicht ein kleines bisschen weniger. Und ich habe mir praktisch das Harz so jeweils zu einem Drittel aufgeteilt und in dem Weiß habe ich so richtig kräftige Spritzer von dem Resin Ink hineingegeben. Also 4 Stück so richtig doll. Einfach mal auf die Tube drücken und dann gut vermischen. Dann das Psycho Gold in das Weiß hinein und dann ja, seid ihr auch schon fertig mit dem Weiß. Wenn ihr das White Crystal nicht habt, könnt ihr auch gerne das Enoki von Octopus nehmen. Also die beiden arbeiten genauso gut. Also da gibt es keinen Unterschied und ich habe mit beiden wirklich sehr, sehr gute Erfolge. Meine zweite Farbe ist hier von Etta Art Resin Ink Peanut. Ich habe gedacht, so ein schönes helles Braun, das macht sich vielleicht ganz gut. Und das gebe ich in meine Form hinein, einfach auf das Weiß drauf. Es ist wirklich kein schwieriger Guss. Ich verwende hier auch diesmal ein niedrigviskoses Harz. Ihr könnt das Ganze aber auch mit einem mittelviskosen Harz gießen, wie dem Ultracast oder den Art Pro von Resin Pro. Also Ultracast vom Etta Art. Ich habe hier noch ein niedrigviskoses Harz zu Hause gehabt und habe gedacht, probier das damit mal aus. Ich habe derzeit leider kein Ultracast. So, und dann gebe ich mein Butterscotch. Das habe ich ein bisschen leichter angemischt in meine Form. Seht zu, dass ich die Form auffülle, aber nicht überfülle. Da bin ich schon ziemlich am Rand und ihr seht, dass ich da noch ein bisschen was übrig habe. Deswegen würde ich sagen, die Form fasst wirklich so 590 Gramm. Wie gesagt, ich habe 600 Gramm angemischt. Es ist so ungefähr eine Faustregel. Butterscotch Resin Ink ist von Octopus. So, und jetzt lasse ich praktisch das Harz arbeiten, gehe nur noch mal ganz kurz mit dem Sturmfeuerzeug drüber und ihr seht jetzt eine kleine Timelapse, wie sich das Weiß so richtig in die Mitte zieht. Das arbeitet richtig. Ne? Es geht nicht alles so schnell natürlich. Ich habe das Video, glaube ich, eine halbe Stunde mitlaufen lassen. Dann brauchte ich mein Telefon. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich noch länger gefilmt. Da habe ich mir jetzt noch so Glassplitter von Laura's Art Corner in Gold in die Mitte getan und hoffe natürlich wie immer, dass ich die Mitte getroffen habe. So, und das ist jetzt der nächste Tag und entschuldigt bitte hier, mein Tisch, der sieht derzeit katastrophal aus. Ich werde in den nächsten 1-2 Wochen mal wieder die Oberfläche ändern, nur ich warte wirklich immer, bis es gar nicht mehr geht. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Und ich bin jetzt mal gespannt mit dem Effekt. Und schaut mal. Ich bin richtig froh, weil es ist ja auch ein Risiko in so einer großen Form. Und ich bin echt froh, dass mir das gelungen ist. Und mir gefällt das sehr gut. Es sieht sehr natürlich aus. Vor allen Dingen durch diese tollen Kanten, die die Rough and Tough Form hat. Und jetzt nehme ich mir hier eine ovale Schale. Das ist eine Kunststoffschale und drücke mir praktisch mein Stück in die Schale und ich muss ein bisschen aufpassen, weil die Ecken, die sind noch relativ weich. Die Mitte ist schon wesentlich härter. Von daher also ganz, ganz vorsichtig, aber es klappt ganz gut. So, und dann bin ich mal später gespannt, wie das Ganze als Schale rüberkommt in der Rough and Tough Form. Aber ich denke, das wird schon. So, und das lasse ich jetzt noch weiter aushärten und ich bin total gespannt. So, dann nehme ich euch noch kurz runter
zu einer kleinen Nahaufnahme und schaut mal diese feinen weißen Crackles. Gefällt mir sehr, sehr gut. Im Prinzip ist es ja nichts anderes wie auch der Larimar-Effekt. Nur, dass ich halt entdeckt habe für mich vor langer Zeit, bevor ich überhaupt wusste, wie Larimar funktioniert, mit Resin-Inks zu arbeiten. Und das habe ich ja gemeinsam mit der lieben Sandra und mit der Marion ausgetüftelt. So, und das sind jetzt nochmal wieder 12 Stunden später. Ich kann das Ganze irgendwie aus der Form holen. Die äußerste Schale, ja, die ist so ein bisschen, nicht so flexibel. Deswegen habe ich da so ein bisschen dran zu ruppeln. Aber da seht ihr, da hat es dann Klick gemacht und ich kann sie jetzt aus dieser Schale holen. Aber naja, manchmal hat man halt Probleme, aber da ist sie. So, und da ist meine Schale und ich finde, die sieht wirklich sehr, sehr natürlich aus. Gefällt mir sehr gut. Die Effekte sind Wahnsinn. Und ich hatte noch überlegt, ob ich mir die Kanten noch anmal, aber ich lasse sie, glaube ich, so, wie sie sind. Bin mal auf eure Meinung gespannt. Und das ist jetzt das Endergebnis und hier möchte ich mich auch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Ich sag mal, bis dann und passt auf euch auf. Eure Petra. Tschüss.